Also, das war damals schon ein echt schönes Spiel. Mit dieser Musikanpassung und bla 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 bla. Und die nächste Strecke fahren wir nur eine Runde. Alter! Die nächste Strecke fahren wir ohne Verkehr eine Runde und mit einem Mercedes CLK. Das war nämlich in dem Spiel hier damals das schnellste Auto. Och, Spiel ruckel nicht. Das Blöde ist, die alten Spiele, die hatten früher einen Extreme Frame Limiter. Und das sieht man auch. Dass sie früher einen Extreme Frame Limiter hatten. Übrigens, wer sich ja meine GTA San Andreas K-Mod Videos anguckt, der wird wissen, oder der wird, ja doch, der wird wissen, dass ich erwähnt habe, dass es eventuell ab nächster Woche diese Videos für GTA 4 gibt. Und ja, wahrscheinlich wird es die auch geben, weil ich fahre morgen, morgen ist Sonntag, nee. Ich fahre Montag nach Oldenburg und da habe ich mir jetzt überlegt, hole ich mir Max Payne 3, wozu ich dir auch noch ein Unboxing mache und ein 32 GB Stick, dann habe ich nämlich mehr Speicher für Aufnahmen und kann mal Videos zu GTA 4 machen. Und ja, ich wollte ja eigentlich vom einem Kumpel den USB-Stick benutzen, allerdings hat er zu niedrigen Datenverkehr. Das heißt, wenn ich mit dem Stick aufnehme, dann habe ich im Endeffekt den Nachteil, dass die Videodateien beschädigt sind. Das heißt, oh, das gequietscht. Das hat den Nachteil, dass wenn man, ich mach mal ein bisschen leiser. Das hat auf jeden Fall den Nachteil, dass wenn man eine neue Aufnahme, also dass wenn man eine Aufnahme gemacht hat, das Video nicht richtig gespeichert wird, und das hat den Nachteil, dass die Videodatei beschädigt ist, und das hat den Nachteil, man kann sie nicht gucken. Also kann ich mit dem Stick leider nicht aufnehmen. Den Stick, den gebe ich meinem Kumpel auch noch zurück. Obwohl, warum sage ich eigentlich meinem Kumpel? Ihr könnt es ja ruhig wissen, es ist der Michael, der mir den Stick zur Verfügung gestellt hat, der auch im Landwirtschaftssimulator Let's Play mitgemacht hat. Das ist die beste Runde. Und ja, leider Gottes funktioniert der Stick bei Aufnahmen nicht. Finde ich echt schade. Aber was willst du anderes machen? Das geht, Leute, nicht anders. Ja, schade. Finde ich ehrlich gesagt. Und ich trinke jetzt nochmal. Ich mache jetzt Werbung. Ich, ja. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Hauptmenü, ne? Ja. Also, ich mache jetzt mal ganz stumpf Werbung. Ich trinke jetzt schön einen Schluck Cola Zero. So, in welcher Farbe fahren wir den denn mal? Ja, so fahren wir den. Nein, ich fahre den mal in Gelb. So habe ich den nämlich schon öfters in Spielen gefahren und ich finde, das sieht relativ geil aus. So. Wir nehmen Ort. Da nehmen wir jetzt Atlantica Richtung Vorwärts, Runden 2, Wetter aus und zurück. Und Gegner machen wir mal keine. Und den Verkehr machen wir auch mal aus. Und dann fahren wir mal eine Runde. So. Ich sag nur Pardon für Ruckler. Ich werde euch aber sagen, wir fahren nur eine Runde, weil diese Strecke ist sehr lang. Also ungefähr genauso lang wie die vorhin auch, aber trotzdem fahren wir nur eine Runde. 2, 1. Los. Damit das auch in der Zeit passt. So. Schöner gelber Mercedes. So, hier Cockpit. So.
Auf dieser Strecke gibt es auch einen geilen Trick, den kann ich euch gleich mal zeigen. Man fährt hier an der Seite hoch. Alter, ja, man fährt hier an der Seite hoch. Alter, Alter, dann fährt man hier rüber und dann... Hui! Oh ja. Da. Also das hier ist eigentlich in dem Spiel meine absolute Lieblingsstrecke, weil die so ein bisschen an Monaco erinnert, finde ich. Hat was. Hat echt was. So, hier geht es über einen Buckel. Da haben wir eine A-Nadel. A-Nadel rechts. Scheiße. Ich bin der beste Autofahrer in Need for Speed 3 Hot Pursuit. Ja. Need for Speed 3 Hot Pursuit. Bestes Game ever. Funktioniert heutzutage auch noch einwandfrei, ohne... Ach scheiße, ohne Kompromisse einzugehen. Wenn ihr übrigens in dem Video so ein paar Grafikfehler habt, das liegt an dem Spiel. Das heißt, das Spiel an sich hat Grafikfehler. Da kann euer Rechner nichts für. Und meiner auch nicht. Ah, scheiße. So. Und ich habe mich auf ein Dach gelegt. Wie geil. So, hier fahren wir jetzt mal rüber. Fast da. Wow. Wow. Ja, ich bin einfach der beste Autofahrer. Also, ich sage schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und ja, das nächste Let's Show wird wieder ein Spiel, was man so aufnehmen kann, also ohne Ruckelpartie. Und wir sind jetzt... Letzte Runde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Obwohl, nee, das ist noch zu früh. Wartet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und los, auf die Rampe. So, bis denne. Ciao.